Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Monster Hunter World Iceborne. Heute bin ich mal ganz alleine. Ich bin wie immer der Shadow. Und zwar bin ich ganz alleine einfach aus dem Grund, dass wir dieses Let's Play Together nicht mehr als Let's Play Together zusammen mit, also dass ich das nicht mehr zusammen mit Money durchziehen werde. Denn der Gute hat leider momentan eher, also in den letzten Wochen, keine Lust auf Monster Hunter gehabt. Und ja, ich habe eigentlich die letzten Monate damit verbracht, auf ihn zu warten, dass er im Meisterrang hochkommt und wir wieder produktiv Videos machen können. Doch jetzt sind wir einfach dazu rausgekommen, dass ich dieses Let's Play alleine zu Ende führen werde. Und ja, weil uns halt wirklich nicht mehr viel fehlt. Das heißt, in den nächsten Folgen werde ich entweder alleine unterwegs sein oder mit ein paar anderen Kumpeln, die schon einen entsprechenden Meisterrang haben. Ja, wir werden sehen. Heute als erstes habe ich mir ein Monster in den Leitlanden rausgesucht. Ihr seht es schon, den Brachialtikrix, der ist da eben auch gerade eben hochgelaufen, da hinten. Genau, den Brachialtikrix habe ich mir vorgenommen, da es ein Monster ist, das man erst ab Meisterrang 70 in den Leitlanden antreffen kann. Auch noch das, dazu muss gleichzeitig auch noch das Verwesungsbiom auf Stufe 6 aufgelevelt sein. Und das habe ich jetzt, das heißt, wir werden ihn jetzt einmal bekämpfen und auch töten und hör auf so zu brüllen, im Mistvieh. Das ist etwas, was dieses Vieh ganz besonders gerne macht. Brüllen. Und zwar sehr laut. So laut, dass es einem wirklich, ja, Schaden bereitet. Dieses Au, wie ihr jetzt eben gerade gesehen habt. Die Brüllen zu hören macht Schaden. Im Gegensatz zu einem genau. Das auch, obwohl man auch wenn man Ohrstöpsel drin hat, weil ich habe immer Ohrstöpsel für mich drin, die Fähigkeit. Das heißt, wenn ein Monster schreit, gibt es nicht absolut nicht. Außer beim Brachialtikrix, weil da kriege ich immer Schaden. Da sieht man mal wieder mein typisches Problem bei einem T-Trex. Also, der wurde jetzt bei dem normalen T-Trex. Ziemlich groß sind die Viecher eigentlich. Immer wieder eine Überraschung. Das war ein Neid an dich, weil ich nicht haben. Okay, das ist der Erste. Trotzdem. Was will ich mit dir? Mit dir brauche ich nichts. Kein Bock auf dich. Nee, echt nicht. Okay, dann mal wieder den Brachialtikrix hinterher. Achso, der ist einfach da oben. Gut, ich werde vermutlich nur in dieser Folge alleine sein. Weil jetzt gerade eben einfach noch keiner ordentlich mit mir spielen könnte. Ich bin ganz allein. Au! Ihr seht, sein Kampfstil besteht wirklich hauptsächlich darauf, dass er schreit. Ja. Noch mehr als bei der Schneesturm-Legiana und der Smalen-Legiana. Ja, der absolute Schrei halt. Wir werden das überleben, aber... Oh, nein, Mount.
sehen wir, ob wir drauf gehen werden. Das ist natürlich nur eine Expedition in diesem Leitland, wo es reicht. Es gibt auch noch eine Event-Quest zu ihm. Alle. Cool. Wenn der Controller mal spackt. Dankeschön. Da jemand kommt der da auch drauf. Sei doch nicht so. Au. Irgendwas muss hier echt anpissen, mit der so laut reagiert. Noch dazu glaube ich auch eher weniger, dass also man jetzt noch mal so ein, zumindest nicht in nächster Zeit noch einmal so ein Langzeit-Together-Projekt auf die Beine stellen werden, wenn dann hier, also wir werden natürlich noch Together-Projekte aufnehmen, aber ich schätze dann eher bei so Spielen wie Humans Fall Flat, die wirklich einfach nur so 20, 30 Folgen lang gehen, maximal 50, ist das auch schnell wieder beendet. Man kann weitermachen. Mal gucken, vielleicht werden wir irgendwann wieder ein größeres Let's Play Together angehen, aber vermutlich erstmal, was Langzeitprojekte angeht, eher nur Solo-Projekte. Bei mir steht nämlich als nächstes Assassin's Creed Valhalla an. Ich weiß, es steht zwar auch noch YouTubers Live auf dem Plan, das habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Mein PC hat mir in letzter Zeit ein wenig geschwächt. Ich musste den einmal neu, komplett neu aufsetzen. Den könnte es noch dauern, bis da mal wieder eine neue Folge rauskommen kann. Okay. Nur am Rumrennen. Nur am Rumrennen. Springt der mir hier einmal auf den Kopf, weil er. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ein Vieh so laut brüllen kann, dass du wirklich Schaden davon nimmst, Alter. Das sind echt hohe Frequenzen. Das sind eine Menge Dezibel. Ich muss natürlich auch dazu sagen, in Monster Hunter World wurden einige Monster tatsächlich so im Vergleich zu den alten Teilen eindeutig abgeschwächt, weil der normale T-Rex konnte früher genau wie der Brachial-T-Rex mit seinem Schrei wirklich Menschen ab, also die Jäger verletzen. Das ist inzwischen nur noch der Brachial-T-Rex. Ich weiß nicht, warum sie das beim normalen rausgenommen haben, aber gut, es ist halt fucking nervig. Muss man einfach sagen, es ist einfach nur nervig. Also Brüllen vom Monster ging ja von Anfang an auf den Sack. Deswegen habe ich mich auch beides gegen um die Vorstadt bemüht. Und habe seitdem eigentlich fast immer Vorstadt für Stufe 3 hinzugehen. Da gibt es halt echt keinen dieser Schlüssel. Oder was macht das? Scheiße. Oder was scheiße.
Betäubung oder weil ich ein Monster bin. Junge, ich hab's kapiert, das ist nervig. Oder warum ist das hier so? Au. Wir brauchen halt nicht. Nur damit die Zuschauer dich einmal gesehen haben. Mein Gott, ja. Geh das drauf. Was noch? Ah, jetzt die Phase. Immer wieder schön. Phase vom Kampf an sich, wo das Monster fast nur noch am Boden liegt. God bless motherfucking knocking damage. Die Pfote. Okay. Gut, das ließ sich eh nicht mehr lange verhindern, denn ich hatte nichts mehr von. Ja. Zum Heilen. Gut, aber einmal sterben ist keine Schande. I fucking do it again. Here we are now, entertain us. Das
Das war nicht geplant. War natürlich auch nicht geplant, dass ich vergesse, nur alten Trank zu trinken. Au. Ich will doch einfach nur diese scheiß Materialien einsammeln. Ich weiß ja nicht, ob man die später nochmal brauchen kann. Irgendwelche Augmentationen. Oh, Junge! Sei doch nicht so. Hey. Ein gehärteter Odogaron ist hier. Auch nicht schlecht. Naja, schauen wir mal, ob wir dich tun können. Auf die Brüllen, komm ran hier. Na komm, einfach anstürmen. Darauf sind die Brüllen und anstürmen. Dude! Wie lange willst du Sonnenboom noch anstürmen? Junge. Jetzt nee, geht doch nicht gerade. Dann habe ich mich wohl verzählt. Naja. Durch.
Okay, dann fangen wir dich halt nicht. Du stirbst da halt. Oh, hallo Odo. Und hier möchte ich jetzt aber gerade gar nichts. Nein, ich möchte bitte einmal an dir vorbei und an deinen guten Kollegen ran, der sich da oben jetzt gerade irgendwie hingelegt hat zum Pennen. Oder da hinten? Ist jetzt oben oder unten? Irgendwo. Ah, hier. Okay. Guten Abend, gute Nacht, mit Bomben bedacht. Jo, das war's auch schon. Gut. Dann haben wir den jetzt einmal hier. Hä? Lol. Dann wären wir damit jetzt fertig. Hier sind jetzt noch die ganzen Spuren von ihm. Die nehme ich auch kurz mit. Dung, geil. Gut, das war's auch schon wieder mit der Folge von Let's Play Monster Hunter World Iceborne. Bis dann und tschüss.